Morgen, der nicht ganz so wunderbar ist. Ich bin total am Arsch. Ich habe im Prinzip die ganze Nacht nicht geschlafen. Es hat unfassbar gestürmt. Es sollte regnen, hat es aber nicht. Viele Restaurantmitarbeiter haben echt nachts um eins irgendwie ihre Flaschen in den Glascontainer geschmissen. Und ich wollte eigentlich um 4 wieder aufstehen. Und ich habe es echt nicht geschafft. Jetzt ist, wie ihr es im Hintergrund sehen könnt, die Wolken hängen echt tief. Wirklich, man sieht auch nur die Hälfte von Assisi. Also es ist jetzt echt nur eine Frage der Zeit, bis es anfängt zu schütten. Sie sagen für heute 11 mm Regen voraus. Echt, ich werde da bleiben und werde morgen weiterlaufen. Ja, so ist es halt. Einen wunderbaren guten Morgen. So, es ist 7 nach 7 und wir verlassen diesen Platz. Und ja, also die Wettervorhersagen auf allen Apps hier in Italien sind dieses Jahr vollkommen für den Arsch. Und das, was du siehst, ist nicht das, was es bringt. Also von dem wir gestern den ganzen Tag tiefgrau und dunkel und stürmisch, und es sah für jede Minute immer so aus, als ob es gleich anfangen würde zu regnen. Und es ist nichts passiert, keinen einzigen Tropfen. So. Jetzt ist wieder irgendwie bewölkt. Da hinten in der Entfernung sieht es auch sehr dunkel aus. Hinter mir, wo ich hin muss, eher hell. Also, es ist, wie es ist. Und wirklich, dieses nutzlose Rumhängen auf Campingplätzen, das mag ich ja gar nicht. Das ist eigentlich ein Fluss. Eigentlich. Deutsche Strohballen pilgern nach Assisi. So, auf den letzten 2,5 Kilometern. 15% Steigung, damit ich auch weiß, was ich getan habe heute. Jetzt bin ich keine 20 mehr. Oh Gott. Ja, alte Bauernregel, wo es irgendwo 15% rauf und auf geht, muss es auch irgendwo 15% wieder runtergehen. So, angekommen auf einem Agriturismo-Campingplatz, der hat auch einen Pool, aber man darf nur mit Badekappe schwimmen. Ne, das mache ich nicht. Ich hab die Dinger schon früher gehasst. Also über eine Sache muss ich doch noch sprechen. Das lässt mich ja nicht los, seit ich in Assisi war. Da habe ich überall Bilder von so einem jungen Kerl gesehen. Und ich fragte mich, warum wird dem sein Foto in Touristenshops verkauft? Dann habe ich gegoogelt und fand dann Informationen über ihn.
Carlo Curtis. Ein 15-Jähriger, der tief religiös war, der jeden Tag den Rosenkranz gebetet hat und der eine total schräge Website hat, die ich mir angeschaut habe, auf der er 135 sogenannte Eucharistie-Wunder gesammelt hat. Wir sprechen von creepy Stories, wie zum Beispiel irgendeine Nonne, die zu spät zum Gottesdienst kam und bitterlich geweint hat in ihrem Kämmerchen, dass sie hat nicht an der Kommunion teilnehmen können, und dann kam nachts ein Engel mit einer Hostie angeflogen. Oder eine andere Geschichte von irgendeinem Menschen, der dem Tode schon halb geweiht war und der quasi nicht mehr essen konnte. Und dann hat man ihm die Hostie auf die Brust gelegt. Und am nächsten Tag war die Hostie weg und hat einen rosa-roten Fleck auf der Brust hinterlassen. Und nur solche Sachen. Er hat dann noch in Mailand in einer Caritas-ähnlichen Organisation mitgeholfen, die irgendwie auch für Obdachlose da waren. Ja. Und weil er so ein begeisterter Anhänger war, ja, hat er sich ja auch noch im Katechismus geübt und also solche Geschichten. So, dann ist er an Leukämie erkrankt und hat seine Erkrankung Gott gewidmet. Ich glaube, es war Gott. Ne? Und dann ist er mit 15 Jahren daran verstorben. Und er hatte schon den Spitznamen Apostel des Internets. Und er war noch nicht richtig beerdigt. Da hat die Kirche ihn bereits selig gesprochen. Wirklich selig. Und man hat ihn wieder aus seinem Grab exhumiert und hat ihn in einen Glassarg in einer Kirche in Assisi gelegt, mit einer Silikonmaske drüber, weil der Verwesungsprozess schon eingesetzt hat. Und jetzt hat Papst Franziskus tatsächlich die Papiere unterschrieben, dass er in diesem Jahr heilig gesprochen wird. Seine Mutter hat nach seinem Tod noch zwei Kinder bekommen, was sie als Wunder darstellt, ja, weil ihr Sohn ihr im Traum erschienen ist. Und jetzt wird er zum Heiligen des Internets. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und vor seinem Begräbnis kamen Tausende von Italienern und haben sich am offenen Sarg von ihm verabschiedet. Man stelle sich mal vor, du hast einen heiligen Bruder, der in einem Glassarg in der Kirche deines Dorfes liegt. Und die ganze Familie redet immer nur, wir haben einen Heiligen. Und Heiliger des Internets. Nein, nicht für irgendwelche Menschen, nicht für irgendwelche Seelen. Für eine technische Anwendung. Ich bin fassungslos, wirklich. Und er ist der jüngste Heilige im neuen Jahrtausend. Ja, so viel dazu, wie man zu einem Heiligen wird. Gibt es eigentlich eine ultimative Wahrheit? Die Frage, ob es eine ultimative Wahrheit gibt, hat unterschiedliche Antworten in verschiedenen kulturellen, philosophischen und religiösen Traditionen gefunden. Diese Frage berührt grundlegende Themen wie Realität, Wissen und Glauben. Und schon der Blick auf die Realität zeigt, dass jeder Einzelne nur seine persönliche Realität sehen will, ganz gleich, ob er damit vollkommen daneben liegt oder nicht. Die Wahrheit hat diverse philosophische Perspektiven. Der Relativismus behauptet, dass Wahrheit von den kulturellen, sozialen oder individuellen Umständen abhängt und es keine universelle Wahrheit gibt, die für alle Menschen zu allen Zeiten gültig ist.
Der Absolutismus argumentiert hingegen, dass es bestimmte universelle Wahrheiten gibt, die unabhängig von individuellen oder kulturellen Perspektiven besteht. Der Pragmatismus dagegen betrachtet Wahrheit als das, was am besten funktioniert oder die nützlichsten Ergebnisse liefert und sieht sie daher als veränderlich an, abhängig davon, was in verschiedenen Situationen funktioniert. Was sagen religiöse Sichtweisen? Viele Religionen beanspruchen den Zugang zu einer ultimativen Wahrheit durch göttliche Offenbarung oder spirituelle Erleuchtung. Diese Wahrheiten betreffen oft metaphysische Fragen über das Universum, den Sinn des Lebens und das menschliche Schicksal. Das Christentum vermittelt, dass die Wahrheit durch die Schrift und Jesu Christus, den sie als Weg, Wahrheit und Leben sehen, offenbart wird. Der Buddhismus bietet einen Pfad der Erleuchtung, der als Einsicht in die wahre Natur der Realität beschrieben wird, insbesondere durch das Verstehen der drei Daseinsmerkmale Nicht-Selbst, Vergänglichkeit und Leid. Im Islam wird die Wahrheit in einem untrennbaren Dreiklang gesehen, in der Existenz und Einzigartigkeit Gottes, in der Offenbarung des Korans und in der Sunna des Propheten Mohammed. Diese Elemente zusammen formen das Fundament des islamischen Glaubens und geben den Gläubigen Orientierung in ihrem täglichen Leben und ihrer spirituellen Reise. In der Jain-Religion wird die ultimative Wahrheit als die ewige Natur der Seele und die Prinzipien von Gewaltlosigkeit, Vielseitigkeit der Wahrheit und Nichtanhaftung betrachtet. Diese Prinzipien formen die Grundlage für das Verständnis der Wirklichkeit. Die tiefe Bedeutung der Wahrheit im Hinduismus liegt darin, die Einheit und Verbundenheit aller Existenzen zu erkennen. Diese Erkenntnis führt zu einem Zustand des inneren Friedens, der Freiheit von Illusionen und der Befreiung vom Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt. Welche Wahrheit bietet die wissenschaftlichen Methoden? In der Wissenschaft wird Wahrheit oft als das verstanden, was wiederholt durch empirische Beobachtungen und logische Argumentation bestätigt werden kann. Wissenschaftliche Theorien und Gesetze gelten als wahr, solange sie nicht durch neue Beweise widerlegt werden. Jedoch betrachtet die Wissenschaft ihre Wahrheiten als vorläufig und offen für Revision. Es gibt auch ein paar postmoderne Ansichten. Die Postmoderne lehnt oft die Idee einer einzigen ultimativen Wahrheit ab und argumentiert, dass Wissen und Wahrheit durch Sprache, Machtstrukturen und soziale Kontexte konstruiert sind, was bedeutet, dass verschiedene Interpretationen und Perspektiven gleichzeitig existieren und gültig sein können. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Frage, ob eine ultimative Wahrheit existiert, von der philosophischen, religiösen oder wissenschaftlichen Linse abhängt, durch die man sie betrachtet. Während einige glauben, dass es feste, unveränderliche Wahrheiten gibt, sehen andere Wahrheit als etwas Dynamisches und Kontextabhängiges an. Die Vielfalt dieser Ansichten zeigt, wie komplex und vielschichtig die menschliche Suche nach Wahrheit ist. Ich persönlich sehe das Problem darin, dass wir alle nur das Spiegelbild unserer Gedanken als Wahrheit und wahrhaftige Meinung akzeptieren wollen und diese individuelle Wahrheit dem Umfeld überstülpen wollen. Entfernen wir den Spiegel zwischen uns und der Welt, zeigt sich für uns die Realität. Welche Realität hast du dir zusammengebastelt, wohl wissend, dass sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt? Hältst du es für möglich, dass du deine Realität ändern kannst, vielleicht auch zu einem für dich besseren? Und wenn ja, warum tust du es nicht?